So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir festgestellt, dass man neu leider mittlerweile eher so, ja, nicht mehr spielen kann, sagen wir es mal so. Der liebe Counterfeit hat mir gerade auf, nee, nicht Twitter, Discord, 4 Codes geschickt, die vom Ersteller von dem Spiel Celeste sind. Der hat also auch Mario Maker Level gebaut. Da bin ich jetzt mal ganz besonders gespannt, was mich da erwartet. Da reicht es ja, einen Code einzutippen, weil wenn es der gleiche Ersteller ist, finde ich ja über ihn dann die anderen Level. Also die Art, wie er hier baut, da bin ich wirklich sehr gespannt. Aha. Autoscrolling. Na gut. 0,38%. Okay, er baut wahrscheinlich auch krassen Shit. Wir schauen mal rein, vorsichtig. Celeste ist ja auch ein ziemlich krasses Spiel, muss man sagen. Yo. Yo, was mache ich denn? Ah, es ist ja doch kein Autoscrolling. Vielleicht wird es noch Autoscrolling. Sag mal, bin ich zu doof da, um drüber zu kommen? Was ist das denn? Es gibt's doch nicht! Jetzt sind wir da oft genug gestorben, okay? Cool. Ja gut, das ist neu. So, und nü? Oh, kleinerer Sprung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich durchrennen, oder? Wenn ich die Eiszapfen da alle fallen lasse, wird das zeitlich nicht funktionieren. Nee. Ich muss aber eigentlich auch nicht sofort weiter. Ich kann mir Zeit lassen. Oder ist der Dings zu lang? Nee, das. Okay, ich kann mir hier Zeit lassen. Dann ist das schon mal deutlich besser. Nur hier kann ich mir wahrscheinlich keine Zeit lassen. Ich weiß es nicht. Ah, zu wenig. Aber hier kann ich mir Zeit lassen. Dann kann ich da ein bisschen mit Schilder an die Sache rangehen. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Das nicht. Das sieht nicht mehr besser aus. Ja, aber wenn man das nicht so hektisch macht, dann geht das. Das ist gut. Wie mache ich den denn? Muss ich direkt weiterrennen? Geht das nur, wenn ich schnell bin? Das wäre jetzt so meine Idee. Dass ich hier nicht anhalte und dann direkt einen weiteren... Ja, das wird's sein. Ach. Come on. Oh, warte, ich habe da eine Idee. Ah, ich kann ja da einfach da oben dran. Ha! Das habe ich noch gar nicht bewusst bemerkt. Ja. Okay. Oh, no. Oh, no. Aber verstanden. Jetzt kann ich die Stelle da oben ganz einfach machen. Gut. So, das muss man erstmal sehen.
Mist! Ah, das läuft, das läuft, das läuft. Jetzt habe ich es raus. Das läuft. Ach, komm schon. Ja. Man sollte Spinjumpen. Aber wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Das ist gut. Ich bin guter Dinge. Das ist so ein Level, was man sich wirklich erarbeiten kann, was auch dann wirklich mit jedem Mal besser läuft, je öfter man spielt. Das ist ganz schön. Ah, da mache ich noch zu viel. Da muss ich schneller schwingen. Da muss ich schneller schwingen. Tschüss. Jo, was ist das denn jetzt? What? Verstanden. Spinjump. Ach, du grüne Neune. Da kommt jetzt auch das Scrolling. Uiuiui. Yo! Wie schnell denn? Ach du Schande! Oh je! Oh nein! Auch hier wieder, der musste das am Stück spielen, um es hochzuladen. What? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Das geht doch gar nicht. Oh mein Gott. Na gut, es geht schon. Panga schafft ja auch seine Level, aber... Uff. Oh Gott, nein. Aber wir kommen höher. Wir kommen Stück für Stück voran. Es ist nach wie vor so aufgebaut, dass wir uns Stück für Stück voranarbeiten, auch wenn wir öfter die gleichen Fehler machen. Oh Gott, was? Meint, der kommt mit dem Fallschirm dann an. Das heißt, da habe ich mehr Zeit zum Spinjumpen, aber... Puh!
Schande baut der Zeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Da werden wir dann vielleicht doch nur ein Level spielen von den vier. Nämlich dieses hier. Oh Junge. Oh nee. Ah, das ist, der wird ja richtig, richtig langsam. Den brauche ich aber nicht mal. Ich komme doch auch so hoch. Ich komme doch auch so da hoch. Da brauche ich ihn. Okay, den brauche ich. Oder? Wobei, es müsste auch so gehen. Es dürfte auch so gehen. Ich sehe eigentlich nicht, dass ich die unbedingt... Es müsste auch so gehen. Nein, okay, da nehme ich. Da nehme ich ihn mit. Da nehme ich ihn mit. Den nehme ich mit. Das ist okay. Das ist okay. Nein. What? Hä? Wie habe ich das gemacht? Oh no. Wie doof bin ich denn? Warum muss ich denn auf jedes Ding reinfahren? Ah. Das war echt unnötiger Tod. Aber er mag Moles, ja, ich hab's verstanden. Aber das war ein... Ah. Warum musste das denn jetzt passieren? Warum mache ich das? Warum kriege ich es nicht hin? Wir waren oben. Mann. Wir waren doch oben. Please.
noch oben. So. Dankeschön. What? What? Ach so. Wollte gerade sagen, wo ist denn hier die Schwierigkeit? Aber... Ah, okay. Ja, das war dumm. Aber ich könnte den erst direkt mitnehmen. Ja, nice. Ah, nicht nice. Ich muss auf den roten zurück. Außer... Genau. Ah, dann nehme ich den gleich mit, den nächsten. Und dann gehen wir in die Mitte zurück. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Ich muss erst drücken, dann gehe ich drauf. Okay, verstanden. Nein! Nice. Ah, und jetzt habe ich nicht den Block erwischt. Come on! Ich habe es vergessen. Egal, dann halt so. Ah. Es dauert ein bisschen, bis der den schießt, den ersten Panzer. Ja, in der Zeit könnte man echt den zweiten jetzt schon landen. Naja, gut, so geht's auch. So, einmal noch. Tschüss. Mist. Oh, da muss ich noch aufpassen, dass der blau ist nachher. Mist. Ah, ich hab's nicht gedrückt. Ah, dann eben nicht. Zu bald. Ich hab's wieder nicht gedrückt. Mein Gott. Gut. Das war genau der falsche Moment, um blau zu werden. Aber das ist ein guter Anfang. Gibt's doch nicht. Dankeschön. Danke für nix. Halt, stopp. Oh Mist, ja, jetzt habe ich, das habe ich verhauen. Das habe ich timingtechnisch verhauen, ist klar. Wieso bin ich denn so? Langsam wird's wieder peinlich. Gut. Gut. Nein. Tschüss. Oh, jetzt noch ein versteckter Block oder so. Das wär's gewesen, ey. Okay, we did it. I guess. Uff.
8 Minuten und einer hat das in 40 Sekunden durchgespielt. In 40 Sekunden. Muss ich aber ganz dringend los. Wow. Aber Versus spielt er nicht. Okay. Hä? Hä? Counter hat mir 4 Level geschickt. Wieso sind da nur 2? Das hier ist... Wo ist der Code? X8B? Ist der auch dabei? Ne, der ist gar nicht dabei. Hä? 4 Levels vom Macher von Celeste. Der hier war der 91C MPM 7LF. Das war der. Aber die anderen... Hä? Mal, wir gucken uns das einfach mal an, was das hier ist. Aber hä? Das ist nicht das, was er... Hä? Wenn das der gleiche Typ ist, dann müsste er doch auch unter seinem... Hä? Ich bin verwirrt. What? Oh, no. Das war gut. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich glaube, das ist nicht mein Level. Oh, no. Vor allem die Schrift muss weg, danke. Ich muss da unten dann ran. Die Schrift muss halt weg. Die ist suboptimal an der Stelle. Nein, fast. Okay, 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 okay. Wir kommen der Sache näher. Na. Oh, no. Oh, no. Ach, komm schon. Nein. Ich will zumindest mal sehen, was nach der Katze kommt. Nice. Ah, da muss man direkt durch. Okay. Ich dachte, ich habe Zeit. Stellt sich raus. Habe ich nicht. Nicht sicher, ob ich jetzt das hier weiterspielen will oder nochmal so einen Code eintippen von Count und gucken, auf welcher Stelle wir dann landen. Aber ich verstehe halt gerade nicht, wieso der nicht, hä? 4 Levels vom Macher von Celeste und dann kamen 4 Codes. Muss doch dann der gleiche Typ sein. Ich bin verwirrt. Verwirrt. No. So. Mist. Also ein bisschen muss ich warten. Ey, der Text stört halt schon gewaltig, ne?
Aber zu lang kann ich auch nicht warten. Nee, ich muss sofort durch. Ach so. Ach so. Ich muss einfach den da drüben rechtzeitig erwischen. Ah, und hier komme ich jetzt nur mit Katze durch. Okay. Dann bräuchte es ja die Bedingungen nicht, wenn ich eh die Katze brauche. Weil der Text, der am Anfang hier ist, hat das was nervt. Ach so! Ach so! Machen wir das. Ich drehe den an und der schießt da durch. Ich dachte, ich komme mit der Katze dann da durch, aber ich drehe den an. Okay. Gut. So halt nicht. So, keine Ahnung, was kommt. Ich bin mal vorsichtig jetzt. Ich versuche mal vorsichtig zu sein, weil Zeit haben wir. Ja, toll. Okay, dann käme jetzt eigentlich das hier alles und dann... Ja gut, da müsste ich klettern können. Da muss ich dann Stück für Stück rüber. Hm. Das war blöd. Also das funktioniert. Ah, da bin ich zu. Okay, dann kommt hier die Katze. Oder, ah, sie geht aber immer ja weiter. Eieieiei. Dass ich da sofort getroffen werde, ist ungünstig. Da muss ich irgendwie eher ranspringen, wahrscheinlich weiter unten. Und mit der Katze halte ich mich da wahrscheinlich dran fest, ne? Ich glaube, da kann ich... Also der läuft... Läuft der automatisch hoch oder muss ich den... Ja, das habe ich noch nie so richtig getestet. Ah, ich wollte... Ah, jetzt hätte ich es hier testen. Na, egal. Nein, er läuft... Ah, Mann! Er läuft automatisch. Ich muss direkt weiterspringen. Okay. Also weit unten ansetzen.
Tschüss. Weit unten ansetzen und dann... Ach du grüne Neune. Puh, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Halbe Stunde. Großartig. Nein! Nein! Oh, was ist denn jetzt los? Sowas verstehe ich nicht, wenn es plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert. So, kurz mal testen jetzt. Ja, der läuft so. Mist. Okay, ja, das ist das. Ich denke mal, das Drehen funktioniert wie in 3D, New Super Mario Bros., aber ist Quatsch. Funktioniert ganz anders. Zumindest gucken, was da drüben so ist. Ach Mann, ich will wissen, wie weit es da noch geht. Was da alles kommt. Mist, ey. Oh nein! Okay, weiter, 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 weiter. Ach, Mist, ey. Was? Oh, das hat nicht gereicht. Why? Das gibt's doch nicht. Und die kommen aber auch so schnell da raus. Ich komme doch da gar nicht hinterher. Oh mein Gott. Das wird echt anstrengend. Sollten wir es überhaupt schaffen. Oh,
Ich würde gerne jetzt nicht mehr hier am Anfang sterben. Das wäre ganz toll. Nein! Ah, ich wollte... Oh, Mann. Die kommen da so schnell raus, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie ich da mit der Katze... Ich muss sofort weiter, wenn ich dann mit der Katze an dem Netz hänge. Oh, das war knapp. Mist. Aber wir können... Nein! Ah, wir können nicht. Ah, aber wie... Oh, wie hänge ich mich denn dann an das Netz so schnell ran? Das ist jetzt ja das nächste Problem. Oh, Mist. Nee, nee, komm, Leute. Es ist, nee. Ich gucke jetzt mal ganz kurz noch, was die anderen Codes bringen. Ob die zum gleichen Ersteller führen. Das verstehe ich gerade nicht. Also, da hätten wir Q43. GXB. WHG. Maddie. So, und was hat Maddie noch gebaut? Noch viel mehr Level. Zum Beispiel H8K, 3B9 WDG. Das hat er auch hier. Und PHP, GYT, VJG. Auch das ist mit dabei. Okay, dann. Wir können ja kurz einmal reinschauen. Mit Abschlussrate sollte es eigentlich sogar hinhauen. 3,4%. Was wir hier haben. Vielleicht war das erste gar nicht von dem und das war ein Versehen. Sag mal. Wow. Ach du Schande. Okay. Es ist... Oh, dieser Anfang, ne? Oh Gott, das wird mich mad machen. Oh, was? Wait, wie funktioniert das? Was mache ich falsch? Außer wahrscheinlich alles. Muss ich das anders timen? Weil das...
muss ich das timen? Wie muss ich das timen? Ja, bin ich denn komplett dumm? Ah. Nein! Oh, zu spät gesehen. Okay. Too late gesehen. Freunde, lasst mich da rein. Dankeschön. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder hin. Ja gut. Ne? Nice. Was hatte ich da vorne so Probleme mit? Kommt der wieder? Nee, der ist jetzt weg, oder? Ah. Gut, dass das so kooperativ ist. Okay. Ah, okay, das ist cool, dass man das immer wieder starten kann. Das ist cool. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Ja. Aber wie geht's denn da hoch? Nice! Lieber mal einen Pilz noch mitnehmen, falls da irgendwas noch kommt. Oh, da kommt tatsächlich noch was. Yo, den muss ich wahrscheinlich mit... Was zur Hölle? Oh, jetzt ist mein Pilz weg. Pilzi, Pilzi? Ich krieg hier kein Pilzi mehr, ne? Oh no. Oh no. Ich müsste den theoretisch nicht kaputt machen. Ich glaube, ich komme da auch so rüber. Ich glaube, ich brauche den später. Ah, ich glaube, ich muss ihn doch kaputt machen. Ich bin mir da echt unschlüssig. Na, geh halt runter. Nee, den muss ich kaputt machen. Ja, doch. Ist alles gut.
Dachte, es ist irgendwie so eine Passage, wo ich den behalten muss, aber nein. Mist. Oh, das ist so schwerfällig. Ich krieg die Steuerung nicht hin. Der dreht so langsam um in der Luft. Ah, das ist diese furchtbare Boss-Mechanik. Es ist auch echt gedanklich immer schwierig, so zu switchen zwischen den einzelnen Verhaltensweisen von den Marios. Oh, ey. Hier einfach nicht wieder den gleichen Quatsch wie vorhin machen. Ich habe Angst. Okay, kein Troll. Es war halt nicht sicher. Es hätte halt noch, ne, so ein Bullet Bill von irgendwo hätte noch kommen können. Okay, cool. Dann schauen wir uns nächstes Mal die anderen Level von dem Celeste Guy an. Oder ist das eine Frau? Ich habe gerade keine Ahnung. jedenfalls, ja, wenn wir das tun. Danke fürs Zuschauen und tschüss.